erklären. Moderne Naturwissenschaftler sehen alle Materie als eine Art Verdichtung von winzig kleinen, leuchtenden Energieeinheiten, den Photonen. Je dichter die Materie, umso starrer ihre Form. Auch Steine können so zum Beispiel auf einer Vorstufe zur lebenden Materie gesehen werden. Energie und Materie sind zwei Sichtweisen einer selben Beobachtung. Die Lebenskraft ist die dynamische Kraft, die im gesunden Organismus ein ständig fließendes Gleichgewicht gestaltet. Krankheit entsteht, wenn dieses Gleichgewicht aus seiner Ordnung fällt. Über die Dynamik der homöopathischen Arznei wird der Organismus zur Neuordnung angeregt. Die angeborene Lebenskraft jedes Lebewesens ist in der Lage, die Botschaft der Arzneien zu verstehen und heilsam zu nutzen. Homöopathie wirkt also im informativen, nicht stofflichen Bereich. Oder wie es Professor Gutmann vom Institut für anorganische Chemie der Technischen Universität Wien formuliert, im Bereich der Software unseres Lebens. Ein so hochindividuelles Heilverfahren verlangt natürlich auch von Seiten der Behandler großes Engagement. In seinem Organon der Heilkunst hat Samuel Hahnemann seinen Nachfolgern einen präzisen und strengen Auftrag erteilt. Sieht der Arzt deutlich ein, was an Krankheiten das ist, was in jedem einzelnen Krankheitsfalle insbesondere zu heilen ist, und sieht er deutlich ein, was in der Arznei das Heilende ist, so ist er in der Lage, zweckmäßig und gründlich zu heilen und ist ein echter Heilkünstler. Von einer solchen Arzneimittellehre sei alles Vermutete, bloß Behauptete oder gar Erdichtete gänzlich ausgeschlossen. Es sei alles die reine Sprache der sorgfältig und redlich befragten Natur. Während der Weiterbildung in homöopathischer Medizin lernen die angehenden Homöopathen besonders zwei Schwerpunkte kennen. Erstens die homöopathische Methodik, zweitens die genaue Kenntnis der Materia Medica, das heißt der homöopathischen Arzneimittellehre. Potenzielle Säuglinge sind lieb. Und alles, was ich jetzt um Säuglinge sage, gilt im Grunde übertragen auch immer auf den Erwachsenen natürlich. Ja, auch was ich über Kinder erzähle, gilt übertragen immer auf den Erwachsenen. Vor allem ist Potenzielle ein Medikament oder ein Arzneimittelbild, kann man sagen, das sich die Kindlichkeit eigentlich immer bewahrt, auch im Alter. Ja? Das ist immer etwas, wo man sagt, Mensch, eigentlich ist dieser Mensch kindlich geblieben, bei all seiner Reife, bei all seinen Falten vielleicht, aber irgendwo hat er was Kindliches sich bewahrt. Das haben nicht alle Medikamente. Lykopodien, wissen Sie, die sind schon sehr frühreif. Ja? Das sagt man bei Kindern schon, mein Gott, der ist ja wie ein Erwachsener. Ja? Während man bei der Potenzielle-Frau mit 40 Jahren noch sagt, irgendwie hat die was unheimlich Liebliches, Kindliches. Also, Potenzielle-Säuglinge sind sehr lieb, wie Potenzielle überhaupt immer sehr lieb ist. Aber sie weinen auch sehr häufig. Wir haben gehört von den Tränen der Venus. Sie weinen sehr häufig, sie wollen die ganze Zeit gehalten werden, getragen werden. Sobald man sie irgendwo ablegen will, fangen sie gleich wieder lieblich zu weinen an. Und sie geben nicht nach, bis sie wieder auf den Arm genommen werden. Aber alles lieblich, ja, gibt Unterschiede. Das Weinen kann einem zwar irgendwann ein bisschen auf die Nerven gehen, ja. Vielleicht viele von Ihnen haben wahrscheinlich auch Kinder. Irgendwann sagt man also irgendwie, es reicht langsam, aber es bleibt so ein liebes Weinen. Man hat ständig Mitleid, ja. Man kriegt ein schlechtes Gewissen, wenn man dieses arme Hascherl da liegen sieht, ja. Und ich denke, man ist weinen sie wieder so, jetzt muss ich wieder irgendwas tun. Ja? Also man ist ständig versucht, irgendwas zu tun, und Potenzielle schafft es, sehr leicht jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen. Und ist dadurch manipulativ. Manipulativ schon im Säuglingsalter. Kann man sich vorstellen, dass Potenzielle Kinder sehr ungern abgestillt werden. Ja? Dass das oft vielleicht schon erste Haken im Leben sein kann. Ja? Das Abstillen kann schon das erste Mal sein, wo man dann Potenzielle im Krankhaften erlebt. Potenzielle Menschen sind an sich nämlich relativ gesund. Ja, aber irgendwo gibt es im Leben Spannungen, da gibt es irgendwelche Aufhänger, wo es dann losgeht. Und der erste Aufhänger, würde ich sagen, ist das Abstillen, was problematisch sein kann. Sie sind insgesamt sehr empfindlich. Sie finden Potenzielle in der Rubrik Sensitive Children, ja, sensible Kinder. Sie weinen schnell, auch bei geringem Schmerz. Sie schlafen nur, wenn sie in den Schlaf gewogen werden oder gestillt werden. Typische Situation, ja, in den ersten 9 Monaten bis 12 Monaten,
Bei Putzilla können es auch mal 15 Monate sein. Die Mutter geht abends mit dem Baby ins Bett. Ja? Weil es nämlich auch die Brust braucht, noch ein bisschen zärtliche Worte, ein bisschen gestreichelt werden. Das muss alles sein. Getragen werden wollen, ganz wichtig. Ein bisschen gewogen werden wollen, langsam. Ja? Putzilla will langsam getragen werden. So, ja? So ein bisschen liegen, langsam, zärtlich, sanft. Alles sanft, ein Putzilla. Ja, gegen Arsen will so getragen werden. Ja? Arsen hat Angst. Und diese Angst wird besser durch schnelles Gehen, schnelles Umhergehen. Ja? Das ist Arsen. Oder Camilla, wie wird Camilla getragen werden? Geschaukelt werden. Ja? Das heißt, to be rocked. Das ist auch eine eigene Rubrik. Geschaukelt werden. Ja? Also kräftig geschaukelt. So, ja, dann wird Camilla besser. Ja? Und Zina will auch so kräftig geschaukelt werden. Zina will aber dann immer noch höher. Zina gibt keine Ruhe. Ja? Fängt an, irgendwo rumzukrabbeln und irgendwann am Kopf, dann die Haare werden zerzaust und immer, ist Zina sehr, sehr leicht zu wechseln mit Camilla. Ja? Und häufig, wenn Camilla nicht wirkt, kann man eigentlich beruhigen, ganz beruhigt Zina geben. Das ist sehr, sehr schwer zu unterscheiden auch. Kranken Menschen ermöglicht dann die analoge Verknüpfung dieser Schwerpunkte. An der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg untersuchen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auftrag der Karl und Veronika Karsten Stiftung die Wirkung homöopathischer Therapien. Sie waren vor einem Monat das letzte Mal hier und waren ja damals mit dem Problem gekommen, dass Sie beim Auslandsaufenthalt hatten Sie mal eine Nierenbeckenentzündung gehabt und als Sie zurückkamen, hatten Sie massive Wassereinlagerungen. Mhm. Sie hatten damals auch einen Urologen aufgesucht und der hat ja auch Untersuchungen dann gemacht. Ich habe Ihnen ein Medikament verordnet. Wie ging das weiter? Ja, also ich hatte nach ca. 2 Tagen das Gefühl, dass das Medikament gewirkt hat und dass mein Körper so richtig stark entwässert hat. Mhm. Und an diesem Tag musste ich auch diesen Sammelurin für den Urologen machen und er war völlig überrascht, dass ich 4 Liter Urin produziert hatte. Und ja, seitdem habe ich das Gefühl, dass ich diese Wasserprobleme nicht mehr habe. Mhm. Der hat es ja auch akzeptiert, der Urologe. Der wollte ja auch, dass wir hier mit der Behandlung das machen. Ja, ne? Stimmt, ja. Und diese Wassereinlagerungen, die waren, ich gucke gerade nochmal, die waren damals gewesen in Fingergelenken, richtig? Mhm, genau. In den beiden Knöcheln. Ja. Gingen auch die Unterschenkel hoch. Ja. Ja. Und auch im Knie, richtig? Mhm. Aha. Und die sind dann weggegangen. Ja. Und Sie sagen, innerhalb von 2-3 Tagen war genau. Das dann gut. Und was haben Sie dann gemerkt? Ja, ich hatte das Gefühl, es kam ab und zu noch wieder, aber so mit der Zeit, dass es sich jetzt, der Zustand deutlich gebessert hat. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen, was sich in der Zeit geändert hat? Nee, eigentlich nicht. Aber es ging so schnell dann zurück, erstmal für Sie? Ja. Und Sie sagen, es kam noch mal leicht wieder, weil wir müssen heute ja mal gucken, ob das Medikament vielleicht ausreichend war, ob Sie eventuell was nachbrauchen. Mhm. Ihr jetziger Zustand zu dem vorher, ja, ist es 100%ig weg oder ist da noch ein bisschen was jetzt geblieben? Also es ist noch nicht der Normalzustand. Ich würde sagen, so ungefähr 80% Besserung auf jeden ist jetzt Fall. Besser. Mhm. Da muss ich jetzt trotzdem noch mal fragen, hat sich denn sonst was verändert? Also zum Beispiel an Ihrem Essensverhalten, am allgemeinen Zustand, am Schlaf, an Ihrem Energiezustand? Ja, am Schlafzustand hat sich etwas geändert. Mhm. Also in letzter Zeit schlafe ich nicht so gut und bin eher unruhig, aber ansonsten habe ich eigentlich keine Veränderung festgestellt. Mhm. Und das ist neu, dass Sie so unruhig schlafen? Ja, das war vorher eigentlich nicht. Hatte ich dann nicht. Und heißt es, dass Sie dann mehrmals aufwachen nachts oder heißt es, dass Sie nicht gut einschlafen? Oder? Ich habe das Gefühl, ich schlafe unruhig, ich wache nicht erholt auf, ich habe nur so einen oberflächlichen Schlaf. Mhm. Ich habe so ein Gefühl der Unruhe. Ah ja. Und wenn Sie morgens dann wach werden, heißt es, Sie sind völlig unausgeschlafen oder zerschlagen vom Gefühl? Oder gehen Sie auch spät ins Bett? Ja, ich gehe auch spät ins Bett. Ja, wach dann halt eben aber auch früh auf. Warum gehen Sie spät ins Bett? Weil ich vorher nicht zur Ruhe komme, dass ich schlafen gehen kann.